Football O'Clock. He's at the 30. He's at the 20. He won't give it up. Oh, 2 seconds on the clock. Football O'Clock. Es ist Zeit. Es ist Zeit für American Football. Es ist endlich wieder Zeit nach einer 6-wöchigen Pause hier bei Win Today Football O'Clock von ihm zu hören. Es ist natürlich der Arizona Cardinals Tight End Bernhard Zajkowicz. Es war überfällig, Bernhard, und glaube ich, darf es vorwegnehmen. Wir dürfen uns in dieser Woche gleich zweimal hören. Das Ganze hat einen Grund, das Mandatory Minicamp der Arizona Cardinals, wenn man so will, der letzte Fixpunkt, bevor es in die Untiefen, in die tiefste Phase der Offseason geht. Über all das und noch viel mehr werden wir plaudern. Erstmal schön, dass du dich erneut und einmal mehr in der Winter Day Football O'Clock Leitung befindest. Servus, ich freue mich auch. Wie geht es dir, Bernhard? Mir geht's gut. So wie du gesagt hast, jetzt die letzte Station quasi, also die ganzen OTAs jetzt hinter mir und jetzt eben das Minicamp diese Woche, bevor es dann eben in den Summer Break geht vom Trainingscamp. Aber ja, mir geht's gut, Offseason läuft super derweil, unverletzt, das ist immer ganz wichtig und ja. Und du schreibst so ganz nebenbei ein klein wenig österreichische NFL-Geschichte. Es ist deine vierte Offseason, beziehungsweise befindest du dich am Weg in Richtung vierte Saison in der NFL. Das war vor dir so noch niemandem vergönnt, der tatsächlich auch eine Skill-Position gespielt hat. Viele, viele Dinge, über die wir uns unterhalten werden. Diese Folge ein klein wenig ein Unikum. Normalerweise sind unsere Football Talks dreigeteilt. Wir sprechen über die Arizona Cardinals. Wir haben immer ein Thema der Woche und blicken dann sonst noch so auf Dinge, die sich in der NFL getan haben. Heute, aus aktuellem Anlass, sind es nur zwei Themenblöcke, denn das Thema der Woche, klar, ist das Mandatory Minicamp der Arizona Cardinals. Heißt, wir vereinen diese beiden Aspekte zu nur einem thematischen Block und gehen dann am Ende aber auch auf das, was sich die letzten Tage, Wochen und Monate sonst so in der NFL ereignet hat. Wenn du bereit bist, bin ich es. Ja. Und wir beginnen mit unserem Thema der Woche. Das Mandatory Minicamp. Kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie wir vergangenes Jahr eine unserer ersten Folgen zu eben diesem verpflichtenden Minicamp aufgezeichnet haben, nachdem wir seither aber sehr, sehr viele Hörerinnen und Hörer hinzugewinnen konnten. Wenn jemand noch nie von einem Mandatory Minicamp gehört hat und welchen Platz und welche Wichtigkeit das auch in der Offseason einnimmt, wie würdest du das so einer Person erklären? Also die Offseason in der NFL ist eben zu 99% freiwillig, also auf Papier zumindest. Und natürlich für die meisten Spieler in NFL ist es nicht wirklich freiwillig, weil natürlich die Coaches und das Front Office gerne hat, dass sie da sind. Aber ja, rein theoretisch ist es freiwillig und das Minicamp ist eben das Einzige, was in der Offseason wirklich mandatory ist, bevor es eben ins Trainingscamp geht. Und deshalb ist das halt so der Höhepunkt quasi von der Offseason, und wo eben, also die ganze Offseason quasi ist natürlich da, um eben Körper und natürlich auch die Skills und Scheme zu trainieren, und das Minicamp ist quasi der Abschluss davon, quasi, wo man zeigen kann, okay, das ist das Produkt, was ich geworden bin in der Offseason, sowohl physical, also Körper oder Geist und Scheme, Technik, das ist quasi das Letzte, was die Coaches und die Scouts und all die dann eben auf Video haben von einem selber, bevor es eben ins Trainingscamp geht. Also das ist quasi so eine, die letzte, weiß ich nicht, Hausaufgabe oder Prüfung, bevor es eben in die Sommerferien geht und bevor man wieder zurückkommt. Jetzt ist bei den Cardinals relativ spannend. Einerseits, dass man aus der letzten Saison gegangen ist und schon das Gefühl hatte, hoppla, da könnte tatsächlich
wieder was entstehen. Kyler Murray hat dieser Tage auch zu Protokoll gegeben, dass es seine beste Offseason seit langem war. Und natürlich steht und fällt alles mit QB1. Es ist eine zweite Draft Class unter Monty Ossenford hinzugekommen. Erneut eine sehr vielversprechende. Und dann hat man aus der Cardinals Organisation immer wieder gehört und auch von den Beatwritern und Reportern, wie eng diese Mannschaft ist, wie viele dann auch diesen Buy-in tatsächlich bei den OTAs gemacht haben, wie viele dann eben nicht regelmäßig auch in der Facility waren. Nachdem du das jetzt unter Jonathan Gannon in seinem zweiten Jahr und seinem Wirken als Head Coach vergleichen kannst, gab es tatsächlich bei den OTAs, also bei den Organized Team Activities von Jonathan Gannon Jahr 1 auf Jonathan Gannon Jahr 2 spürbare Unterschiede? Ob es jetzt von Jahr 1 auf Jahr 2 Unterschiede gibt, weiß ich gar nicht so, um ehrlich zu sein, weil im ersten Jahr fand ich, dass sehr, sehr viele da waren, verglichen zu Kingsbury und damals. Und ich habe mir halt gedacht, das ist okay, neue Coaches da, natürlich kommen alle Superstars auch da daher, weil die natürlich auch das alles neu lernen müssen, das Scheme, und natürlich auch einen guten ersten Eindruck hinterlassen wollen. Beim neuen Chef, was er natürlich ist. Aber ja, also dieses Jahr kaum eigentlich Leute, die nicht da waren. Es gab eine Handvoll von Leuten, die mal da waren, mal nicht da waren. Und ich glaube nur ein oder zwei Spieler, die halt sehr spät in den OTAs erst gekommen sind. Aber das sind so richtige Veteranen. Also ja, war, glaube ich, keiner böse auf die. Und das ist nämlich auch die Geschichte, in der NFL wird natürlich alles hochgekocht, aber nur mal ein, zwei Namen zu nennen und den Leuten, den Hörerinnen und Hörern vielleicht auch mitzugeben, wer da sich vielleicht anderweitig fit gehalten hat oder woanders fit gehalten hat. Trainieren tun sie eh alle. Wer rückt denn jetzt beim Mandatory Minicamp ein, der vielleicht nicht regelmäßig bei den OTAs oder gar nicht bei den OTAs in der Cardinals Facility war? Also gar nicht da war, hatten wir, glaube ich, keinen. Mir ist jetzt vor einer Woche oder so aufgefallen, dass der Beach recht spät gekommen ist, aber der ist halt, eh so wie du gesagt hast, der ist halt, ich weiß gar nicht in welcher Saison, aber sicher schon 10 plus. Und der weiß natürlich, was sein Körper braucht, und der braucht wahrscheinlich dann auch ein bisschen mehr Pause nach der Saison als irgendein jüngerer Spieler. Deshalb, ja, das sind so Leute, die haben ihre Routine schon komplett also die wissen genau, was sie brauchen, und das verstehen die Coaches auch. Deshalb eher bei Jüngeren, und zum Beispiel, wenn der Trey jetzt nicht da gewesen wäre, dann wären die Coaches wahrscheinlich ein bisschen pissed auf ihn gewesen. Aber ja, bei solchen Veteranen ist das eigentlich meistens kein Problem. Ja. Der Beach, das ist natürlich Calvin Beachum per Depth Chart, mittlerweile nur noch Backup Offensive Lineman, ist aber beim Gang ins 14. NFL-Jahr auch nachvollziehbar. Und ich glaube, wenn jemand tatsächlich irgendwann mal bei den Double Digits an NFL Experience angelangt ist, dann wird er schon wissen, was zu tun ist und wo es dann auch entsprechend hingeht. Für dich ist es heute zum, nenn es mal, inoffiziellen Auftakt dieses Mandatory Minicamps zum Physical gegangen. Hochoffiziell wird dieses Mandatory Minicamp der Arizona Cardinals von morgen, wir zeichnen das am späten Montagabend europäischer Zeit, auf morgen Dienstag, 11. Juni bis Donnerstag, 13. Juni gehen. Über Ablauf, Struktur des Camps werden wir dann auch gleich noch sprechen. Aber was ist heute bei diesem Physical passiert? Ja, natürlich werden alle Measurements so wie jedes Jahr genommen, und weil es halt ab morgen, so wie du gesagt hast, der erste mandatory Tag ist, wo man da sein muss, weil sonst muss man Strafe zahlen, ist das eben quasi auch der Zeitpunkt, der Zeitpunkt im Jahr, wo sie sagen, okay, das ist Stand Null oder Stand jetzt quasi, so schaut sein Körper aus, die Verletzungen hat er, also da geht's ihm gut, was auch immer halt ansteht, wird quasi ein Bild gemacht, und dass sie dann eben davon ausgehen können, wenn in der Saison irgendwas ist und
keine Ahnung, wenn einer auf einmal daherkommt und sagt, ich habe mir ein Kreuzband gerissen, dann sagen sie, das ist aber nicht bei uns passiert oder so, solche Sachen halt. Aber ja, Blutbild wird genommen, die Augen, die Zähne, all das wird halt durchgecheckt, einfach wie so ein normaler Arztbesuch, wo man auf alles getestet wird und geschaut wird, ob es einem gut geht. Aber gab es da signifikante Veränderungen bei dir? Wird da dann gesagt, boah, du bist jetzt größer, stärker, schneller geworden, mehr Muskelmasse, weniger oder dergleichen? Wie sieht da das Arzt- oder Untersuchungsgespräch dann aus? Ja, also mit den Ärzten selber reden wir eigentlich immer nur eben das Blutbild und Lunge und diese ganzen internal Sachen. Das, was du angesprochen hast, von wie der Körper sich verändert hat in der Offseason. Ich habe am Anfang der Offseason so einen DEXA-Scan gemacht und wenn ich dann wiederkomme zum Trainingscamp, dann wird der zweite genommen. Das heißt, da wird man dann herausfinden, wie die Offseason generell war. Aber so wirklich Feedback zum Körper jetzt nicht so wirklich, weil wirklich viel wachsen tut man nicht mehr und so viel zunehmen auch nicht, aber eben diese Body Composition, das ist halt das Wichtige, was man verändern will oder versucht zu optimieren und das werde ich dann in einem Monat circa herausfinden. Das heißt, der Endgegner für viele NFL-Spiele ist dann tatsächlich dieser erste Physical-Termin zu Beginn des Training Camps, wo man dann Land auf Land abliest, dass er out of shape reported hat, da wird dann genau der Nachweis erbracht, wer in dieser tiefen NFL-Pause, die ja dann doch 5 bis 6 Wochen dauern kann, dann vielleicht nicht unbedingt die richtigen Dinge gemacht hat. Ja, ich meine, wenn man das bei diesem DEXA-Scan zum Beispiel so rauslesen kann, dann ja, aber wie gesagt, die meisten waren hier und normalerweise sind das alles Profis und schauen da eigentlich alle drauf. Aber im Trainingscamp haben wir dann nochmal einen Konditionstest. Das heißt, da sieht man dann, ob jemand wirklich nicht laufen war oder gar nichts gemacht hat. Aber ja, normalerweise ist das alles nur so ein, okay, jeder hat jetzt den Konditest gemacht. Also da gibt es nicht wirklich. Das Einzige in meinem ersten Jahr, oder im zweiten Jahr, ich weiß nicht mehr genau, da hat sich JJ Watt absichtlich so, oh, mein Hamstring, das hat ihn nicht finishen hat müssen. Aber ja, sonst passiert eigentlich nie irgendwas Spannendes. Gut, wir sprechen von Future Hall of Famer JJ Watt. Ich glaube, wenn sich jemand die Freiheit bis zum gewissen Grad erkauft hat, vielleicht nicht immer alles voll durchzudrücken, dann definitiv ein Spieler seiner Klasse. Wir werden am Ende dieser Konversation und Folge dann natürlich auch darüber sprechen, wo es dich dann die nächsten Wochen nach dem Mandatory Minicamp hin verschlagen wird und was da so auf der Agenda steht. Und da würde ich dann auch alle Hörerinnen und Hörer bitten, vor allem im Großraum Wien, aber generell natürlich auch in den deutschsprachigen und anderen Ländern Europas, die Ohren zu spitzen und dran zu bleiben. Es gibt da nämlich eine sehr, sehr coole Geschichte und werde das jetzt mal unter Bernhard Seikowitz Camp schon anteasern. Da sprechen wir dann auch gleich drüber. Aber wenn wir zu diesem Mandatory Minicamp kommen und all das, was dort passiert und passieren soll, was ist denn von den Coaches, was ist dann vielleicht auch im Tight End Room so die Zielsetzung für dieses Camp? Also was die Coaches sich selber als Ziel setzen, weiß ich jetzt nicht so genau. Ich kann mir halt vorstellen, also das Minicamp ist, wie es im Namen schon steht, so eine Mini-Version von dem eigentlichen Trainingscamp dann. Also das sind die einzigen Tage jetzt in den OTAs, also jetzt in dieser Off-Season quasi eben, wo wir wirklich viele Meetings haben, wo wir eben... Wir sind nicht so lange am Feld wie im Trainingscamp, aber wir sind eben auch am Feld und spielen Football. Also es ist das, was am nächsten zum eigentlichen Trainingscamp selber kommt, auch von Competition und dem Ganzen her. Also es ist schon recht ernst, aber noch nicht ganz so wie im Trainingscamp. Und deshalb denke ich, dass viele Coaches wahrscheinlich auch schauen, okay, wie tut er da und ist er irgendwie anders als während den OTAs oder ist er genau derselbe Mensch?
Und für uns Spieler, zum Beispiel, wir hatten letzten Donnerstag hatten wir so eine Periode, wo wir nichts gescriptet hatten, also wo der Coach nicht wusste, was für eine Situation ist, also wo der OC nicht wusste, wo der DC nicht wusste, und der JG hat einfach gesagt, okay, das und das ist jetzt und calls beide eure Plays. Und das war auch für uns Spieler so der erste Test, okay, können wir die Plays wirklich oder haben wir bis jetzt einfach immer nur die Scripts auswendig gelernt? Deshalb, ja, solche, für sowas ist das Minicamp halt dann auch quasi ein guter Test. Kann ich meine Plays wirklich oder muss ich die Zeit jetzt vom Trainingscamp nochmal nutzen, um wirklich nochmal reinzulernen, oder bin ich gut, so wie ich gerade mich auskenne? Also ja, so ein Abtasten, glaube ich, kann man das Minicamp nennen. Nur zum Verständnis für die Hörerinnen und Hörer von Winter Day Football O'Clock. Ist das Minicamp, das Mandatory Minicamp, padded oder werden die Pads dann tatsächlich erst im Training Camp angelegt? Nö, ich kenne die Regeln da nicht so genau. Das ist alles reglementiert von der NFLPA. Ich glaube, mich zu erinnern, dass wir mit Kingsbury da immer Spiders anhatten. Ich weiß aber nicht mehr, wie wir es letztes Jahr gemacht haben, jetzt mit dem JG. Aber ja, ich werde morgen überrascht werden, ob es Spiders oder einfach nur Helmets, so wie bisher. Dir ist klar, dass du jetzt Spiders erklären musst. Spiders, auch Softshell genannt, ist halt so, also wenn man sich das, die Football-Ausrüstung vorstellt, den Schulterschutz, ist halt ein Schulterschutz, aber ohne dem Hartplastik oben drüber, sondern nur so ein polstermäßiges, schaumstoffmäßiges Ding, was halt hilft gegen Knochen und Knochen, also die Schulterknochen beschützt halt irgendwie, aber es ist nicht wie eine normale Ausrüstung. Wir haben in der letzten Staffel von Winter Day Football O'Clock lang und breit in unseren Themen der Woche über den Gameplan-Install gesprochen. Wir haben über Playcalls gesprochen. Wir haben in zwei Folgen auch mit dem Vienna Vikings Head Coach Chris Kaleke über Concepts gesprochen, nämlich Man-Beating-Concepts und Zone-Beating-Concepts. Also wir sind da wirklich schon sehr, sehr tief eingetaucht, und Grundlage dieser ganzen Themen ist natürlich auch das Playbook. Und das würde ich jetzt mal von außen meinen, kann nicht von einem Jahr auf das nächste genau gleich bleiben. Und da würde mich, und das ist jetzt natürlich wieder mal eine loaded question, interessieren, ab wann gibt's das neue Playbook und wie viel im neuen Playbook bleibt? Und in dem Fall können wir super vergleichen, weil Drew Petzing auch letztes Jahr schon Offensive Coordinator war. Wie viel bleibt tatsächlich gleich und wie wenig Steine dann wiederum auf den jeweils anderen? Wann gibt es das Playbook und wie sehr unterscheidet es sich vom letzten? Also das Playbook kriegst du eigentlich am allerersten Tag von den OTAs. Also sobald du dein iPad hast, da ist eigentlich normalerweise gleich alles oben. Mit dem Cliff war es so, dass alles geordnet war in 12 Installs, und da hat man dann zu seinem eigenen Speed einfach durcharbeiten können, und die Coaches haben halt Install nach Install durchgearbeitet. Jetzt mit dem Drew ist es so, dass quasi alles, also der gibt immer so ein Off-Season Call-Sheet da drauf, was wie beim Spiel, wo man sieht, wenn die Coaches ihr Call-Sheet da hängen haben, nur halt am iPad, und da sind halt alle Sachen drauf und kann man auch mit seinem eigenen Speed daneben da durchgehen und lernen. Aber eben die Coaches arbeiten das auch ab und gehen da durch, so dass man dann am Ende von den OTAs halt alle diese Plays mal gemacht hat. Meistens ist das so, also es sind auf jeden Fall die Basics, die man macht bei den OTAs von der Offense, von dem Playbook. Ich würde sagen, sind so 80% oder 90% von dem, was man dann in der Saison spielt, weil normalerweise jede Woche kommen ein paar Plays halt dazu, die man extra reingibt für den Gegner, die jetzt nicht per se im Playbook stehen, aber die natürlich Sinn machen mit der Terminologie und mit der Sprache, die man gewöhnt ist vom Playbook. Deshalb darum
geht es hauptsächlich vor allem in der Offense, in der wir jetzt spielen, dass man eben die Sprache lernt und okay, bei der Formation ist das, weil man natürlich dann alles irgendwie anders callen kann und auf einmal steht man auf der anderen Seite von der Formation und wenn man das dann nicht wirklich von Grund auf gelernt hat in der Offseason, dann ist das meistens recht schwer in der Saison dann mitzukommen und dann merkt man halt eben, welche Spieler das wirklich lernen und verstehen oder welche Spieler halt immer nur ihre Position und ein Play lernen und das auswendig lernen und dann das nächste Play auswendig lernen und welche Spieler eben die ganze Sprache verstehen. Aber ja, man kriegt das sofort und es ist auch meistens dann alles dabei. Ah ja, und es hat sich so gut wie gar nichts verändert. Also das auch, also am Anfang, als ich hergekommen bin, eben in meiner zweiten Saison, dann war ich so, okay, wahrscheinlich wird sich jetzt urviel verändern und weil wir gesehen haben, das muss besser sein und das war nicht gut und was auch immer. Aber ich habe gelernt, dass die Coaches, die werden für ihr Playbook oder ihre Ideologie quasi kriegen den Job oder geheuert werden sie halt deshalb. Und die sticken da auch dazu. Also entweder funktioniert das oder funktioniert halt nicht und die werden dann irgendwann gefeuert. Aber selbst wenn sie gefeuert werden, kann ich mir gut vorstellen, dass sie dann zum nächsten GM oder wer auch immer Head Coach sie einstellt und sagen, das und das ist meine Offense. Ich glaube, das passt super zu dir, weil du hast den und den Quarterback, den Receiver, diese O-Line und deshalb bin ich der richtige Offensive-Coordinator oder was auch immer für dich. Aber ja, also grundsätzlich bleibt das alles gleich. Details haben sich geändert, die mir jetzt schnell einfallen, wo wir halt dann ein Wort hinzugefügt haben, zum Beispiel bei einem Outside Zone, dass die O-Line genau weiß, okay, wir laufen da zu der Seite. Also wir haben so eine Formation, wo zwei Tight Ends rechts sind und kein Receiver, weil beide Receiver links sind. Und da gibt's dann jetzt halt ein extra Wort, dass die O-Line weiß, okay, wir laufen zu zwei Tight Ends und keinem Receiver, weil sich dann ihr Point ein bisschen verändert. Also nichts Grundlegendes auf jeden Fall. Extrem spannend und auch wenn da jetzt irgendwie die Mini-Details bei der Play-Call-Terminologie nicht einfallen kann, jetzt schon vorwegnehmen, wir werden eine ganze zweite Staffel Win Today Football O'Clock vor uns haben, wo wir dann auch genau auf solche Dinge wieder Wert legen. Nicht umsonst nennen wir das Ganze hier auch Football Talk mit Niveau und vor allem Tiefgang, den es sonst nirgendwo anders gibt. Und auch spannend, dass du es angesprochen hast, wie das unter Cliff Kingsbury war. Für all die Fans der Washington Commanders, die jetzt auch zuhören sollten, ist es spannend, nachdem er sich wieder in der Liga befindet und auch dort dann entsprechend das Minicamp, Trainingcamp und wahrscheinlich dann auch große Teile der Saison verantworten wird, was die Offensive anbelangt und dann auch einen neuen Franchise-Quarterback, so hofft man zumindest, in Washington dann auch am Start hat. Aber weil du gesagt hast, das iPad mit den verschiedenen Plays, das Playbook bekommt man sehr schnell. Was bist du für ein Typ Learner? Bist du jemand, der sofort versucht, alles zu verinnerlichen? Versuchst du das vielleicht auch gestaffelt nach Concepts aufzusaugen oder nach und nach dann auch mit den Installs und Training Sessions? Wie gehst du damit um, wenn du ein Playbook bekommst? Also ich muss mir das schon immer einteilen. Also ich bin jetzt nicht so ein Typ, dem das ultra Spaß macht, einfach das ganze Playbook zu lernen. Natürlich interessant und all das und auch wichtig, dass man das kann, aber ich könnte mich jetzt nicht 8 Stunden hinsetzen und einfach nur das Playbook anschauen. Deshalb, ich tue das dann immer in Formations, zum Beispiel, dass ich, weiß ich nicht, alle 3x1 Formations an dem Tag lerne und alle Passplays, die dazugehen, gehe ich die halt durch. Vor allem jetzt im zweiten Jahr geht das dann auch ein bisschen einfacher schon, eben weil man es ein ganzes Jahr schon intus hat und dann ist es nicht so overwhelming wie im ersten Jahr. Weil da ist natürlich dann alle, da macht gar nichts Sinn. Und, warte, wieso nennen wir das so? Oder wieso ist diese Gruppe von Passplays, also was ist da die Eselsbrücke? Warum nennen wir das nach Bäumen oder was auch immer? Und ja, das ist jetzt halt nicht mehr so, deshalb ist das Lernen dann auch leichter, aber ich staffel mir das immer in so
bestimmte Sachen rein und dann geht das eigentlich meistens ganz gut. Wenn wir ein klein wenig generell über das sprechen, was sich aktuell in Cardinals Land abspielt, was man so liest, ist immer wieder, wie happy Coaches und Front Office mit der Mannschaft sind. Es wäre auch komisch, wenn sie es zu dieser Jahreszeit nicht sagen würden. Man hört immer wieder, dass die Mannschaft extrem tight ist. Da stelle ich mir als Außenstehender natürlich die Frage, wie echt ist das? Worin merkt man am ehesten einen Unterschied zum letzten Jahr? Wie ist das für dich? Sag nochmal genauer, sorry. Man liest immer wieder, wie happy Coaching, Staff und Front Office mit dem Team sind. Mannschaft soll extrem tight sein. Ist das echt? Oder ist es jetzt nur was, das man politisch zu dieser Jahreszeit sagen muss? Gibt es tatsächlich feststellbare Unterschiede in Lockerroom, Atmosphäre und was auch immer zum vergangenen Jahr? Ich würde schon sagen, glaube ich. Ich meine, ich glaube, wir haben ähnliches geredet letztes Jahr, aber es ist halt gerade generell relativ entspannt, weil der Stress vom Camp irgendwie noch nicht da ist und es ist doch irgendwie, jeder hat genug Zeit mit seiner Familie Zeit zu verbringen und am Wochenende können sie heimfliegen, weil sie 3 Tage frei haben und was auch immer. Deshalb ist generell entspannt eigentlich, aber mir kommt schon so vor, als wären wir enger zusammengewachsen und als wären die Freundschaften enger geworden. Vor allem im Laufe letzten Jahres, aber jetzt auch in den OTAs, was auch Sinn macht, weil letztes Jahr waren schon sehr viele neue Puzzlestücke und generell schwere Saison und deshalb, ja, ich glaube schon, dass man das merkt. Bisschen davon ist sicher auch, wie man sich präsentieren will halt als Team und als Front Office. Weil man darf nicht vergessen, dass die natürlich alle auch irgendwie einen Job haben, den sie nicht verlieren wollen und all das. Aber ja, also ich würde schon so von innen drinnen würde ich sagen, dass es auf jeden Fall tighter geworden ist. Und was man auf jeden Fall spürt, und das hat man irgendwie auch letztes Jahr gespürt, aber letztes Jahr war es ein bisschen so zurückgehalten, weil jeder halt so, wie wird das sein, wie sind die neuen Coaches, jeder hat ein bisschen so ausfüllen müssen. Aber dieses Jahr ist wirklich so, keine Ahnung, wir haben auf jeden Fall ein Ziel vor Augen und wir wollen, dass das deutlich besser wird als letztes Jahr. Und das spürt man schon und sowas schweißt natürlich auch immer zusammen, wenn man quasi so us against the world oder was auch immer. Deshalb ja, würde ich schon unterstreichen, dass man das spürt. Gut, die Coaches und Front Office Mitarbeiter wären auch eher deppert, wenn sie sagen würden, alles nicht so toll. Gegenteil, schlimmste Mannschaft, von der ich jemals Teil war, noch nicht die Zeit dafür, dann vielleicht vor dem Training Camp eher die Zeit, um die Alarmglocken schrillen zu lassen. Was auch spannend ist, das ist ja crazy, sind so die Beobachtungen, die dann auch von den Beat-Reportern, Beat-Writern immer wieder getätigt werden, und einer der aktivsten ist sicher Tyler Drake, der da auf einer der vielen auch Pressekonferenzen der letzten Tage und Wochen Folgendes aufgeschnappt, und den Tweet werde ich auch in die Shownotes dieses Podcasts packen, als er nämlich Jonathan Gannon zitiert hat. Cardinals Head Coach Jonathan Gannon said, Greg Dortch has been doing excellent in the slot and that he's loving the competition the wide receiver and cornerback Garrett Williams are having in OTAs. Das ist jetzt eines der vielen Battles und das schaukelt sich dann sicher auch hoch. Jetzt muss ich noch ein klein wenig weiter ausholen. Bin extrem großer Fan von Greg Dortch. Nicht nur ob seiner Körpergröße, weil er mit seiner 1,70 dann eben schon auch zeigen kann, seht her. Auch wenn die physischen Tools vielleicht nicht alle vorhanden sind, kannst du es auch mit 1,70 in die NFL schaffen und dir so diese Nische schaffen. Ist das auch ein Duell, das dir aufgefallen ist, wenn das eben auch Jonathan Gannon sagt, Williams gegen Dortch, beziehungsweise ist dir Greg Dortch generell ins Auge gestochen? Ja, ich wollte Zweiteres sagen. Also ich hätte jetzt nicht gewusst, dass die zwei da so immer wieder, also dass genau die zwei miteinander competen. Aber der Dortch hat auf jeden Fall super OTAs gehabt, aber ich bin da genau auf derselben Seite wie du. Seitdem der dahergekommen ist eben in meinem ersten Jahr,
Also dem wurde halt echt, das ist echt so ein Typ, den kann man nur geil finden, weil dem wurde nichts gegeben. Der hat jedes Jahr irgendwie die besten Plays im Training gemacht, aber hat nie irgendwie eine Chance bekommen. Und hat aber jedes Jahr irgendwie einen so einen kleinen Schritt gemacht eben. Und jetzt ist er endlich in einer Situation, wo der Head Coach vor der Presse steht und sagt, dass das auf jeden Fall einer unserer besten Receiver ist. Und ja, also ich bin gespannt. Ich hoffe, dass echt dieses Jahr ein Jahr ist, wo sie ihm auch ein bisschen den Ball feeden oder mehr als letztes Jahr. Und dann, wer weiß, was passiert, weil ein Returner für uns war immer schon ein guter. Und der Typ ist einfach electric, wenn er den Ball in der Hand hat und macht doch crazy. Der hat jetzt erst am Donnerstag wieder so einen crazy Catch gehabt. Am Ende in der Endzone. So one-handed, so mit der rechten Hand. So, also nicht so über die Schulter, sondern so direkt aus der Luft, so also zack, und er bleibt einfach so picken. Das war geil. Für all diejenigen, die jetzt da draußen sind und sich denken, wow, ich bin auch nur 1,70 groß oder vielleicht sogar noch ein klein wenig kleiner, ich bin auch undrafted. Ja, Greg Dortch hat es genau mit dieser Vita in die National Football League geschafft. Es ist tatsächlich alles möglich. Alles möglich ist auch für die Draft Class 1, aber eben auch die Draft Class Nummer 2, die Monty Ossenford getätigt hat für die Cardinals. Und wie so oft haben mich zur Aufzeichnung dieses Gesprächs viele User und Userinnenfragen erreicht. Und unter anderem eine von Hilde, die dürfte auch, was ihr Twitter- bzw. Ex-Profilbild anbelangt, eingefleischter Cardinals-Fan sein. Die hat geschrieben, und ich hoffe, es ist eine sie, vielleicht ist es aber auch Mann, wissen wir nicht. Jedenfalls der Account Hilde underscore Red 33 hat geschrieben, dass man gern deine Eindrücke wüsste von den Rookies und den Second-Year-Spielern und dort vor allem der Sprung im zweiten Jahr. Ist dir da was aufgefallen? Gibt es tatsächlich auch schon merkbare Unterschiede bei diesen Second-Year-Playern, dass sie jetzt eben Fortschritte gemacht haben? Ja, also vor allem mit den Second-Year-Spielern, also eigentlich fast jeden von denen. Viele waren da schon recht gut drin letztes Jahr, aber jetzt eigentlich bei allen ist einfach, man merkt, dass es ein bisschen langsamer in ihrem Kopf geht alles. Also die sind gechillter und die wissen einfach jetzt, was passiert und sind einfach ein bisschen mehr Veteran geworden und das sieht man auch am Feld. Also natürlich, jeder Rookie macht Fehler und wo die Coaches dann, oh, was machst du? Das solltest du schon wissen oder was auch immer. Und von dem ist jetzt halt viel weniger und die sind sehr viel routinierter und ja, aber sonst sind eigentlich dieselben Kandidaten. Also Michael Wilson macht immer noch seine Plays. Imari fängt Bälle aus dem Backfield und macht das gut mit der Protection und solche Sachen. Also sie verstehen einfach, welche Rolle sie haben und machen ihre Aufgabe gut soweit. Natürlich muss man dran denken, dass wir noch keine Ausrüstung anhaben und all das. Deshalb so ganz kann ich nicht sagen, ob wer einen Riesensprung gemacht hat oder was, aber man merkt auf jeden Fall, dass alles langsamer für sie geht und dass sehr viel routinierter ist. Und die Rookies sind halt Rookies, man merkt, dass die alle große Augen haben und der Tipp fragt uns immer ganz, also wir haben ja auch einen Rookie in unserem Talent Room, der Tipp, der fragt uns immer ganz viele Fragen und ja, also sind interessiert, gute Lerner und sind halt einfach Rookies, die machen halt einfach Fehler auch und aber das ist in Ordnung und ja, aber bin gespannt, wie sich die dann tun und in Trainingscamp, wer quasi heraussticht von denen, wird auch interessant. Und übrigens, weil wir letztens drüber geredet haben, ich habe den Tipp natürlich gefragt wegen den Tauben. Und er hat gleich gesagt, nö, das habe ich nur gesagt, weil der uns alle so gefragt hat, von dieser Verschwörungstheorie. Aber ja, er hat dann noch hinzugefügt, aber ich habe wirklich noch nie welche gesehen. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie schwierig es ist, in der Phoenix Metropolitan Area dann auch Tauben zu sehen, aber
Er hat dann, glaube ich, relativ rasch nach unserem Gespräch dieser Theorie, dass es eben Tauben gar nicht gibt oder Vögel gar nicht gibt, entsagt. Ist aber sicher jemand, der ab jetzt, wenn er ein Mikrofon vor die Nase gehalten bekommen wird, ein Kandidat, bei dem er sicher etwas genauer hinhören wird. Genauer wird auch die Fragestellerin von vorher jetzt hinhören, denn es gab nochmal das Begehren, dass du auf eine Frage antwortest, die da lautet: Wie sind denn deine Pläne für die Zeit zwischen OTAs, Minicamp und Training Camp? Gibt es da vielleicht auch Vorgaben von den Coaches? Also, Mandatory Minicamp endet Mitte dieser Woche und das Training Camp beginnt für die Veterans Ende Juli, Anfang August allerspätestens. Was passiert für dich dazwischen? Für mich ist das eigentlich immer so, also da bin ich bis jetzt jedes Jahr eigentlich nach Hause gefahren und habe halt Zeit mit Familie und natürlich eben weiter trainiert, weil das halt eben die Zeit ist, um nochmal so ein bisschen fein zu tunen, egal ob es Technik oder Speed oder Explosivität ist eben, aber das ist genau die Zeit, wo man eben so wirklich sharp dann werden kann vor dem Trainingscamp, dass man sich halt gut fühlt, falls noch irgendwas zwickt, dass man das rauskriegt, dass man sich einfach 100% fühlt vor dem Trainingscamp. Aber eben mental, für mich war das immer wichtig, dass ich meine Familie sehe und nach Hause fahre. Und das ist auch wichtig und richtig, glaube ich. Im ersten Jahr wusste ich nicht so ganz und habe mit unserem Player-Engagement-Typen da ein bisschen diskutiert. Und ich so, ich will unbedingt da bleiben, ich will trainieren und ich will in guter Shape sein und was auch immer. Er hat gesagt, Junge, diese Saison ist so lang, fahr lieber heim, zieh sie für 2 Wochen oder was auch immer, komm wieder rüber. Und dann passt das, und da hat er auf jeden Fall recht gehabt, weil die Saison ist auf jeden Fall lang und mir hat das immer sehr viel Kraft gegeben und Energie gegeben, und auch einen Grund, warum ich das alles mache, wenn ich nach Hause fahre, Familie sehe und Freunde sehe und all das. Also ja, mein Plan ist nach Hause, brav trainieren, Familie sehen, zu 1-2 Hochzeiten. Und was ganz wichtig ist, bevor ich es vergesse, mache ich natürlich, letztes Jahr habe ich mein erstes Football-Camp quasi gemacht, in meiner Heimat auf der Ravelinstraße. Und das werden wir dieses Jahr wieder machen. Das ist letztes Jahr ganz gut angekommen. Wir hatten 100 Kinder und Jugendliche und den ein oder anderen Erwachsenen. Das heißt, das ist am 12.07. wird das wieder auf der Ravelinstraße stattfinden. Es kann kommen, wer will, also es ist wirklich ohne Vorerfahrung natürlich gut, wenn Vorerfahrung da ist, super, aber es ist jeder gerne gesehen, jung und alt, Mädchen oder Bub, also sind alle gern gesehen. Ich habe da auf Instagram, falls ihr euch mehr anschauen wollt, könnt ihr auf meinem Instagram bernhard.psycho, entweder in der Bio oder ich glaube, es ist der letzte Beitrag, den ich gepostet habe. Da ist so ein QR-Code oder eben in der Bio ist ein Link, wo ihr euch voranmelden könnt und es werden dann jetzt die nächsten Wochen immer mehr Infos dazu rauskommen, wie wann genau. Ja, natürlich sind wir noch ein bisschen in der Vorbereitung, aber ich glaube, das wird wieder cool und ja, wenn ihr da Teil davon sein wollt, dann kommt es gerne vorbei. Und man merkt schon, was du für ein absoluter Medienprofi bist, dass du das auch in der Mitte der Folge Drops, die jetzt eigentlich erst so als Rauschmeißer ganz am Ende geplant gehabt, den Hinweis auf das Bernhard Zajkowicz Camp, den gibt's natürlich noch einmal. Die Frage war, was du in der Offseason machen wirst, beziehungsweise in den Untiefen der Offseason, so nenne ich es jetzt mal. Wer weiß, ob dich dein Weg dann auch tatsächlich dorthin führen wird, aber es wartet am 6. Juli in der European League of Football, das zweite Battle of Austria der Saison. Das erste konnte dein Heimatverein, wenn man so will, die Vienna Vikings gegen die Raiders Tirol für sich entscheiden. Am 6. Juli gibt's das Rückspiel am Innsbrucker Tivoli. Und all diejenigen, die bei diesem Spiel um 18 Uhr im Publikum sitzen möchten, beim Game Day presented by Win Today, die müssen jetzt die Ohren spitzen. Es gibt 3x2 Karten für das Battle of Austria zu gewinnen. Erst das Gewinnspiel, dann unsere Rubrik rund um die NFL. Football. Oh.
Das nächste große Football-Highlight in Österreich wirft seinen Schatten bereits voraus. Am 6. Juli duellieren sich ab 18 Uhr die Raiders Tirol und die Vienna Vikings im Innsbrucker Tivoli-Stadion beim Battle of Austria in der European League of Football. Beim Game Day powered by Win Today kannst du mit dabei sein und mit etwas Glück 3x2 Karten gewinnen. Die ersten drei Rückmeldungen, die mich via Social Media oder E-Mail erreichen, gewinnen jeweils 1x2 Karten. Schreib mir dazu entweder auf Twitter @MartinPfanner, auf Instagram @MartinPfanner oder eine E-Mail an footballoclock101@gmail.com. Alle Infos und Details auch in den Shownotes dieses Podcasts und wie immer gilt, der Rechtsweg ist natürlich ausgeschlossen. Rund um die NFL. Erst einmal allen, die mitmachen, viel Erfolg bzw. Glück. Hoffentlich geht es sich für euch aus am Innsbrucker Tivoli am 6. Juli um 18 Uhr dann auch tatsächlich European League of Football Action live erleben zu dürfen. Es geht auch um eine Serie. Die Vienna Vikings haben in der European League of Football noch nie gegen die Raiders Tirol verloren. Könnte also das 6. Mal in Folge sein, dass man siegreich bleibt. Ob es so kommt, wird dann im Juli, Anfang Juli ausgefochten. Bernhard, wir widmen uns der beliebten Kategorie rund um die NFL. Und ich möchte mit einer User-Frage beginnen, weil sie mir hier ein klein wenig sinniger erscheint. Es gab in der NFL und es gibt in jeder Offseason in der NFL natürlich größere, kleinere Umwälzungen, aber in dieser Saison ist es jedem einzelnen Team vergönnt, einen International Player zu designieren und den dann auch via Roster Spot Exemption als zusätzlichen Training Camp bzw. Kaderplatz dann anzuführen. Und der gute René Bugner, ein Mann, der in diesen Sphären ohnehin nicht vorgestellt werden muss, der hat sich gemeldet und schreibt wortwörtlich: Wahrscheinlich kann da eher der Agent von Bernhard weiterhelfen, aber mich würde interessieren, wie häufig die Teams innerhalb eines NFL-Jahres, wenn überhaupt, die Designation für den International Player Spot ändern können. Weißt du da mehr oder müssen wir uns bis zur nächsten Folge in dieser Woche oder die noch in dieser Woche erscheinen wird, Zeit lassen, um eine Antwort zu bekommen? Also eine Antwort zu 100% kann ich dir nicht geben, weil ich wusste selber nicht, dass das überhaupt so designiert wird. Es ist ja da, ich glaube, NFL Deutschland hat da immer wieder dann gepostet, die haben den jetzt unterschrieben auf IPP und was auch immer. Ich habe nicht gewusst, dass das überhaupt schon fix ist. Aber was ich weiß, ist, dass in der Saison, also ist auch jetzt, also die können, glaube ich, so oft sie wollen, diesen Spot neu besetzen und was auch immer, weil wir wie jeder andere Amerikaner zählen auf diesem Spot. Jetzt, wo ich das gesagt habe, weiß ich aber auch nicht, ob das stimmt für die Leute, die jetzt ihr erstes Jahr haben oder ob das nur für mich und Leute, die in ihrem zweiten, dritten, vierten Jahr sind, so ist. Aber für mich auf jeden Fall ist es so, ich kann übermorgen gecuttet werden nach dem Minicamp und die schreiben wir den anderen auf diesen IPP-Spot. Das ist auf jeden Fall so. Deshalb glaube ich, dass es da keine Limitierung gibt, wie oft die das ändern können oder nicht. Ja, das Einzige, wo ich eben überrascht war, ist, dass sie das überhaupt jetzt schon angeben, weil ich dachte, okay, weil normalerweise war das ja auch immer nach dem Trainingscamp dann, wo sie sagen, okay, so und so schaut unser Roster aus. Ja. Wandert schon auf die Themenliste für die nächste Folge. Die werden wir aller Voraussicht nach dann am Donnerstag, also wirklich direkt nach dem Mandatory Minicamp aufzeichnen, am Freitag dann auch der Userschaft kredenzen. Deswegen wollen wir noch ein paar allgemeinere Dinge auch aus den letzten Tagen und Wochen besprechen und habt ihr da ein Video weitergeschickt und möchte da dann auch die Aufmerksamkeit der Hörerinnen und Hörer in diese Richtung lenken, nämlich etwas, das wir in die Timeline gespült worden ist auf Twitter. Ein Workout-Video von
DeMario Pop Douglas, der so wie der Jerry Rice Hill oder so ähnlich dem Jerry Rice Hill einfach einen Hügel raufrennt und währenddessen in vollem Speed dann auch einen Ball fängt. Der Tweet ist insofern ganz witzig, als dass der Verfasser oder der das gefilmt hat, geschrieben hat, I've seen enough. Pop is going for 1500, was zu diesem Zeitpunkt der Offseason dann immer spannend ist, aus Workout-Videos dann Dinge rauszulesen oder Sachen rein zu interpretieren. Wie viel, das ist einfach mal Schwachsinn, ist da auch mit dabei, wenn irgendwelche Spieler ihre Workout-Videos posten oder anders gefragt, was ist da legit, auf was für Dinge achtest du? Ich glaube, vielen Menschen ist einfach zum Beispiel noch im Kopf, wie James Harrison als Workout-Monster halt unfassbare Mengen an Gewicht durch die Gegend geschoben hat. Aber was sind so Videos, wo du sagst, boah, okay, da bleibt mir jetzt tatsächlich der Mund offen stehen und bei was denkst du? Ja, komm, Hügel raufrennen und einen Ball fangen kann ich auch. Was beeindruckt dich? Also vorweg, so hast du eh richtig gesagt, ich glaube, du sagst das immer, umso länger die Offseason dauert, umso interessanter oder umso höher geschaukelt werden eigentlich uninteressante Sachen von den Medien. Deshalb ja, ob der jetzt 1500 Yards macht oder nicht, das hängt nicht von dem Video ab, das stimmt schon. Aber ich finde es natürlich immer cool zu sehen, was andere Leute so machen und natürlich, wenn man irgendwas Cooles sieht, kann man das auch einfügen in seine Offseason. Aber was mich jetzt so richtig vom Hocker gehört, da weiß ich gar nicht. Jetzt, wo du James Harrison gesagt hast, wahrscheinlich sage ich auch einfach James Harrison, weil der war brutal einfach. Ich habe dem auch gefolgt deshalb, um das dann immer so eine Dosis von ihm abzukriegen, egal ob es Beachvolleyball mit einem Medizinball war oder seine Heavy Sled Pulls mit 1000 Pfund. Naja, der war auf jeden Fall ein anderer Mensch, könnte man sagen. Aber ja, sonst wüsste ich jetzt nicht, wer mich... zum Beispiel, was mich nicht vom Hocker haut, sind, ich glaube, jedes Jahr sieht man diese Derrick Henry-Videos, die Derrick Henry-Offseason-Videos, wo er dann auf irgendwelchen Terra-Bändern und was weiß ich, mit 1000 Accessories irgendwelche Liegestütze oder so macht. Also das haut mich dann nicht so um, weil ich mir denke, wegen der Übung schaut der Typ nicht so aus, wie er ausschaut. Aber ja, sonst wird mir nichts Besseres anfallen eigentlich. Langsam aber sicher wird's ruhig in der NFL und trotzdem gab's die letzten Wochen noch diverse Newspieces und Items, die immer wieder daherkommen, weil es dann doch eine Liga ist, die selten und wenn, dann nicht lange schläft. Gerade heute hat unter anderem wieder zutage gefördert, dass Mike Tomlin 3 weitere Jahre der Head Coach sein soll. Der Pittsburgh Steelers Justin Jefferson ist dieser Tage zum höchstbezahlten Non-Quarterback der NFL avanciert. Mercedes Lewis, das betrifft dann auch deine Position, hat im zarten Alter von 40 einen Einjahresvertrag mit den Chicago Bears unterzeichnet, wird seine 19. Saison als Tight End absolvieren, was absoluter Positionsrekord ist. Was sind Newspieces und Items der letzten Tage und Wochen, die dir in Erinnerung geblieben sind? Ja, auf jeden Fall der Contract von Jefferson und McCaffrey. Also diesen Sachen, keine Ahnung, die redet man dann immer im Locker natürlich, weil man sich bei manchen von diesen Summen irgendwie nur an den Kopf greifen kann, weil es so viel Geld ist. Aber ja, sonst muss ich ehrlich sagen, war ich sehr in meiner Bubble da irgendwie in Arizona. Habe jetzt nicht so viel von der Außenwelt mitbekommen. Aber nicht so wirklich viel mitbekommen sonst. Das ist auch völlig legitim, deswegen darf ich der Fragesteller sein und dich mit harten NFL-Realitäten konfrontieren und auch um deine Einschätzung bitten. Und eine harte Realität ist von einem Ex-NFLer auch relativ schonungslos angesprochen worden, nämlich von Damian Harris, Ex-New England Patriots, Ex-Buffalo Bills Running Back, der im The Athletic Football Show Podcast von Robert Mays sehr eloquent auch
zu Protokoll gegeben hat, wie denn das Ende der Ära Bill Belichick in New England vonstatten gegangen ist, dass er auch überhaupt nicht überrascht war, dass er eben keinen Job als Head Coach im Coaching-Hiring-Cycle bekommen hat. Der hat unfassbar viele spannende Sachen dazu erzählt, kann euch dieses Gespräch wirklich sehr ans Herz legen. Hat aber auch was anderes Interessantes gesagt, wo ich mit dir unbedingt den Follow-up machen wollte, nämlich, dass er als Running Back sich dann auch immer wieder mal in Meetings der Offensive Line reingesetzt hat. Und wir haben es ja auch beim Tight End Room vergangenes Jahr besprochen, was dort gemacht wird, dass eben innerhalb dieser Unit dann gearbeitet wird. Aber er als Running Back wollte eben auch wissen, wie ticken die Jungs vor mir, worauf achten die, einfach alles aufsaugen, was irgendwie auch geht. Ist das Usus, dass es so Meetings gibt, wo andere oder positionsfremde Spieler versuchen, Informationen aufzusaugen? Ich meine, gerade bei dir als Tight End und die Cardinals sehen dich ja eher als Blocking. Tight End wäre es ja auch naheliegend, so als Wurmfortsatz der Offensive Line dann entsprechend nicht nur zu agieren, sondern auch zu wissen, was denken die in bestimmten Situationen. Sitzt du manchmal in einem Online-Meeting? Ist das gewünscht oder ist das, keine Ahnung, völlig unerwünscht und passiert nicht? Wie muss man sich das vorstellen? Nein, also da hat er auf jeden Fall sehr viel recht. Vor allem als Running Back oder so, wie du sagst, Tight Ends, weil wir alle irgendwie zusammenarbeiten, vor allem in den Protections, aber auch im Run-Game. Die Running Backs blocken zwar natürlich nicht im Run-Game, aber es ist natürlich essentiell für sie zu wissen, wie das funktioniert. Und es gibt keinen besseren Ort, das herauszufinden, als in einem O-Line-Meeting. Es ist, also bei uns bis jetzt ist das eh öfters mal passiert, dass die Tight End Coaches gesagt haben, vor allem wenn es irgendein Abstimmungsproblem oder irgendeine offene Diskussion quasi gab, wie sollen wir das am besten machen oder wie sollen wir irgendwelche Sachen nennen und callen, dass die dann einfach gesagt haben, setzen wir uns einfach zusammen, besprechen wir das 5 Minuten lang, bevor der eine Coach da redet und dann erst wieder zusammengeredet werden muss, was habt ihr jetzt gemacht, sind wir dann einfach gemeinsam in dem Meeting drin gesessen, so dass ein Spieler einfach selber in ein Meeting geht. Das ist bei uns jetzt noch nicht passiert oder wäre mir nicht aufgefallen. Aber ja, es macht auf jeden Fall sehr viel Sinn und ist bei uns auch schon öfter passiert, dass die Coaches sich dann zusammengesetzt haben. Vor allem Tight End und O-Line sind halt auch irgendwie sehr, sehr ähnlich. Viele O-Line-Coaches waren früher Tight-End-Coaches oder umgekehrt. Deshalb, ja, die verstehen sich auch meistens privat ganz gut. Was ein Farbkleckser in der sonst dann doch eher drögen NFL-Offseason war ein Format, das Netflix, wenn man so will, reaktiviert hat und auch versucht hat zu reestablishen, nämlich der Comedy-Roast. Da gab es vor ein paar Wochen den Roast auf Tom Brady zu sehen. Einfach mal so der größte Quarterback aller Zeiten. Hast du den Roast of Tom Brady zufällig gesehen? Ja, ich habe mir den angeschaut voll. Dein Takeaway? Ah, ich fand es eigentlich sehr gut. Es war natürlich sehr lang, deshalb an manchen Stellen hat man sich gedacht, okay, den Witz habe ich jetzt zum 4. Mal gehört. Aber ja, im Großen und Ganzen fand ich es eigentlich ganz lustig. Wir haben vorher schon geredet, und das Einzige, was ich irgendwie nicht cool fand, und das hat er dann auch in einem Interview gesagt, ist, wie seine Kinder das dann halt mitbekommen haben und wie quasi über die Familie halt geredet wurden. Aber ich denke mal, wenn man sich für sowas freiwillig meldet, dann kann man damit wahrscheinlich auch irgendwo rechnen. Aber ja, also da, das war das Einzige, wo ich mir dachte, okay, das fände ich jetzt nicht so geil, wenn ich er wäre. Aber sonst war es, glaube ich, eh recht lustig und auch im Rahmen irgendwie. Und klar, ich fand es irgendwie so geil, dass dann die zwei, also der Belichick war dann dort und dann hat der Gronk ihn irgendwie Schnaps trinken lassen mit Tom Brady gemeinsam und so. Und mit dem Kraft auch. Und keine Ahnung, deswegen, weil
Das war gerade nach den News eben, dass er keinen Job bekommt und so. Und dann steht ich da oben, ja, komm jetzt her, Alter, jetzt trink mal mit ihm und so. Und dann steht der Kraft da und meint so, ja, nein, du warst der beste Coach immer und so. Und ja, jetzt hat's halt irgendwie nicht mehr geklappt, aber du warst auf jeden Fall der Beste. Und dann stoßen sie so an und der Belichick nur so, also innerlich habe ich mir gedacht, boah, der explodiert gleich. Aber ja, sonst war es eh voll lustig. Ich muss aber dazu sagen, dass, also wenn die Leute das gesehen haben, sonst macht es eh nicht so viel Sinn, aber am Ende hat ja der Tom Brady dann nochmal Silent Senf irgendwie oben drauf geben können und davon war ich ein bisschen enttäuscht. Also das fand ich eigentlich, glaube ich, am wenigsten lustigsten von allen, die da irgendwie geroastet haben, fand ich Silent Roast ein bisschen enttäuschend, um ehrlich zu sein. Kann er noch daran arbeiten, den Goat-Status in der Stand-Up-Comedy-Szene, den hat er noch nicht, aber nachdem dieses Format dann wahrscheinlich Nachahmerinnen finden wird, welcher NFL-Spieler oder welche NFL-Person, Persönlichkeit soll denn deiner Meinung nach als nächstes geroastet werden oder wen würdest du gerne mal geroastet sehen? Also gefühlt wurde der Gronk fast mehr geroastet als der von Brady dafür, dass er irgendwie langsam im Kopf ist oder was. Da habe ich ein bisschen mitgefühlt mit ihm. ich weiß, es muss wahrscheinlich irgendein Quarterback oder irgendeine große Persönlichkeit sein, weil sonst macht es irgendwie keinen Sinn. Vielleicht Ray Lewis. Ray Lewis wäre irgendwie ganz, ganz interessant, glaube ich. Könnte vielleicht ein bisschen nach hinten losgehen mit den, da war ja irgendwie Mord und so mal irgendwie im Spiel. Aber ja, Ray Lewis hat mir gedacht, weil das auch irgendwie so eine Persönlichkeit vom Football ist, die wahrscheinlich sehr, sehr viele Leute, oder Odell Beckham Jr. vielleicht. Also ich glaube, es müsste so eine so eine Persönlichkeit sein, wo auch Leute außerhalb von Football wissen, wer das ist. Ja, weil sonst machen die meisten Witze wahrscheinlich einfach gar keinen Sinn. Nein, mein Vorgang oder in der Vorbereitung auf diese Aufzeichnung lange die Frage gestellt, wen ich gerne bei so einem Roast sehen würde. Und das ist dann wahrscheinlich für ein sehr, sehr nischiges Publikum, aber weil er einfach so viel Angriffsfläche bietet, weil das die Comedians und Comedians wahrscheinlich perfekt auch verarbeiten könnten, wenngleich er vielen einfach nichts sagt und ich dann einfach nur sehen möchte, wie würde es tatsächlich wegstecken, ist Roger Goodell. Wird nie passieren. Aber wär total spannend zu sehen, was da auch für humoristische Potenziale nicht nur schlummern, sondern auch tatsächlich hervorgekehrt. Oh, ich habe eine gute werden. Idee. Ja, her damit. Letzte gute Idee. Stell dir vor, weil da sind ja so viele auf der Bühne gesessen, gell? Stell dir vor, alle 32 Owner sitzen da oder alle 32 Head Coaches, ist vielleicht lustiger, weil die vielleicht ein bisschen mehr Humor haben. Aber ich weiß, es ist so eine Dings und die roasten sich dann gegenseitig und hoffentlich stachelt sich das dann alles so auf, dass es komplett bodenlos wird. Du merkst schon, wenn es mit der NFL-Karriere nicht klappen sollte, kannst du Content-Strategien für NFL, Netflix und Co. entwickeln. Es ist tatsächlich 6 Wochen her, dass wir uns das letzte Mal hören durften und in diesen 6 Wochen ist auch der NFL-Schedule erschienen. Spoiler Alert, die Arizona Cardinals sind weiterhin keine Primetime Darlings. Gibt nur ein einziges Primetime-Spiel für die Cardinals. Das wird dann ein Monday Night Football-Spiel sein. Tatsächlich Monday Night auch in Arizona, weil es Teil eines Doubleheaders sein wird, wo es, glaube ich, ein 7 p.m. und dann eben einen 9 p.m. Eastern Kickoff geben wird. Die Cardinals sind die Mannschaft, die den zweiten Slot belegt. Und lange wurde auch darüber gesprochen, dass die Cardinals möglicherweise ein Team sein könnten, das nach London oder vielleicht sogar eben nach München dann exportiert wird. Nichts ist es damit geworden. Wie hast du diese Diskussion mitverfolgt und war dann letztlich am Ende Enttäuschung da, dass es dir und den Cardinals nicht vergönnt sein wird, wieder mal abroad zu spielen? Also so im Building habe ich es eigentlich gar nicht so gehört. Ich habe es dann von mehreren Personen von daheim eben gehört, dass das irgendwie im Raum steht, aber bei mir ist das irgendwie vorbeigegangen. Ich habe dann ein, zwei Mal bei unseren Medienleuten gefragt und die waren halt so, ja, nein, doch, steht irgendwie so im Raum, aber
Anscheinend. Aber ich weiß auch nicht, wer das entscheidet. Müssen die Cardinals da sagen, wir wollen unbedingt? Und also muss man da so irgendwie Preis dafür zahlen, dass man nach Deutschland fahren kann? Oder wird das von Roger Goodell gesagt, du fährst und du fährst? Gott, wenn man sich die Konstellationen ansieht, welche Teams wo internationale Vermarktungsrechte innehaben und die Giants mittlerweile eben auch solche in Deutschland innehaben, ergibt es natürlich Sinn, dass die Panthers und die Giants dorthin geschickt werden. Eagles, Packers, in Brasilien hatte, glaube ich, auch diese Dynamik, und die Cardinals sind ja dann, glaube ich, in Mexiko vertreten mit ihren Marketingrechten. Ich weiß es gar nicht. Bewerben kann man sich, glaube schon, aber natürlich wird die NFL dann auch wieder bei der Spielplangestaltung und allem drumherum sicherlich nichts dem Zufall überlassen. Ansonsten wäre es auch nicht die NFL. Ja. Wir überlassen auch nichts dem Zufall. Du hast es Mitte der Folge schon angesprochen. Wir möchten es am Ende auch nochmal thematisieren. Es wird am 12. Juli in Wien, in der Ravelinstraße, im 11. Bezirk in Simmering, ein Bernhard Seikowitz-Camp geben. Das hat jetzt eigentlich schon Tradition. Es wird das zweite Mal stattfinden. Man kann von Österreichs besten Passcatcher, ich glaube, das kann man jetzt schon so sagen, und auch besten Blocking-Tight-End, der es jemals in die NFL geschafft hat, Dinge lernen, die einen im Footballsport und vielleicht dann auch im Leben weiterbringen. Für all diejenigen, die sich wenig bis gar nichts darunter vorstellen können, was dort passiert, was macht man beim Bernhard Seikowitz-Camp? Ja, also letztes Jahr war das für mich natürlich alles Neuland, aber das Ziel war irgendwie, dass es erstens jedem Spaß macht, zweitens, dass es so billig wie möglich für die Teilnehmer ist, und drittens, dass die Leute was lernen, die da kommen, also dass Qualität auch irgendwo dahinter ist. Und ich glaube, wir haben das eigentlich ganz gut erreicht. Wir sind drauf und dran, den zweiten Punkt, also wie billig das Camp ist, zu verbessern. Und quasi, also wir hoffen, dass es gratis wird, aber da darf ich noch nichts versprechen. Aber es wird auf jeden Fall billiger werden, so wie es jetzt gerade ausschaut, was natürlich toll wäre, weil es soll nicht irgendwie, also ich verdiene daran nichts, und aber es wäre toll eben, wenn die Kosten nicht von den Kindern gedeckt werden müssen, sondern wenn das eben schon erledigt wäre. Da sind wir drauf und dran. Letztes Jahr hatten wir super Coaches von der 11. Die Importspieler waren viele da und haben da super mitgearbeitet, aber auch heimische Spieler, die mir geholfen haben beim Coachen quasi. Also wir hatten O-Line, D-Line, Receiver, DB, also es war für alles eigentlich wer da, und die Kinder haben alle 10 Minuten so herumrotiert. Also ich glaube, es hat dann insgesamt eineinhalb oder 2 Stunden gedauert. Und dann gab es noch ein Mittagessen und eine kleine Autogrammstunde, und wir haben Gutscheine für die MVPs. Also wir hatten so MVPs vom Camp, das war ganz cool. Die haben Gutscheine für die Teamzone, glaube ich, bekommen. Ja, also ich glaube, es war ganz cool, aber wir hoffen natürlich, dass es dieses Jahr wächst und größer wird. Und ja, also das Ziel ist viel Spaß, wenig Geld und viel Lernen. Und all diejenigen, die sich jetzt berufen fühlen, vielleicht auch dort eine Talentprobe abzugeben oder zumindest zu lernen, was es benötigt, um sich den Weg im American Football Sport zu ebnen. Die gehen entweder auf dein Instagram-Profil @bernhard.psycho. Dort ist der letzte Beitrag mit einem QR-Code versehen, wo man sich direkt anmelden kann. Oder die schreiben sonst hier an footballoclock101@gmail.com. Alle Anmeldungen werden direkt an dich entsprechend weitergeleitet, und sollte sich jemand da draußen berufen fühlen, das dann auch monetär unterstützen zu wollen mit einem Sponsoring oder dergleichen. Es gibt Flächen, wo man werblich auftreten kann. Das würde dann erst recht bedeuten, dass alles für Kids und Teilnehmerinnen, Teilnehmer ein klein wenig billiger, wenn nicht sogar gratis ist. Es wäre eine gute Sache. Du hast ja schon gesagt, du verdienst daran nichts. Es geht einzig und allein darum, allen einen tollen Footballtag zu ermöglichen. Das wird am 12. Juli der Fall sein. Das ist in jedem Fall ein heimischer Footballfeiertag, wenn man so will. Diese Woche ist ebenfalls eine Woche zum Feiern, weil wir nicht nur vor dem Mandatory Minicamp eine Folge aufzeichnen, sondern noch in dieser Woche auch nach dem Mandatory
Minicamp. Und nachdem ich da jetzt schon eine Stunde aus der Rippe geleiert habe, wenn man so will, wird das in ein paar Tagen erneut der Fall sein. Ich hoffe, du hast noch ein klein wenig Zeit, um mit mir über Football zu plaudern. Auf jeden Fall. Und ich glaube, ich habe genug Zeit, mich zu erholen bis dorthin. Also es ist auf jeden Fall, freue mich wieder drauf, sage ich so. Freue mich auch sehr drauf. Das wird am Freitagmorgen der Fall sein, dass man erneut von dir hören darf. Für jetzt sage ich einfach nur, danke fürs Zeitnehmen. Wir hören uns in ein paar Tagen wieder hier bei Winter Day Football O'Clock. Sounds good. Freue mich schon. Bis dann. Football. Football.